Also an meiner Seite Tibor Bleis, deutscher Meister und Nationalspieler. Tibor, Vorbereitungsspiel gegen Vilnius, U21-Mannschaft. Wie kann man so ein Spiel heute einschätzen? Ihr habt 93 zu 69 gewonnen. Ja, ich denke, wir waren schon den anderen ein bisschen überlegen, aber man sollte kein Team unterschätzen. Es kann auch ein super junges Team sein. Sie waren nicht schlecht, sie haben auch getroffen, sehr gut von außen. Und ja, wir haben das Spiel hoch gewonnen. Das war auch glücklich für uns, aber wir haben noch einiges auszubauen. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Trainingseinheiten und auch jetzt am Wochenende in den nächsten zwei Spielen auch, denke ich, ausbauen. Ihr seid mitten in der Vorbereitung. Das Ziel für diese Saison sollte die Titelverteidigung sein. Wie läuft's? Wie sieht's aus? Ja, also wir haben ein super klasse Team, wir haben zwei neue klasse Spieler dazu bekommen, die das Team unterstützen in jeder Hinsicht, im Rebound wie auch beim Schuss, und man kann sich auf eine klasse Saison freuen. Wir haben heute auch sehr gut eigentlich gespielt, obwohl wir nicht die ganze Leistung rausgebracht haben, aber ich denke, in den nächsten zwei Spielen kann es noch besser werden. Was sagst du zum großen, erwachten Riesen? Basketball-Riesen Bayern München, die versuchen ja wahrscheinlich euch die Vormachtstellung in Bayern so ein bisschen streitig zu machen. Verfolgst du das Ganze und was hältst du davon, dass sich ein großer Fußballverein in einer anderen Sportart integriert und dort auch sehr unterstützt? Das ist natürlich klasse, dass jetzt noch zum Beispiel zu Berlin, einem anderen großen Verein, sich jetzt noch eine andere Größe aufbaut, die auch das Niveau in Deutschland noch hochheben kann in den nächsten Jahren. Ich denke, dass sie ja auch aufsteigen werden. Ich weiß es noch nicht, aber bei den Spielern, die sie haben, von denen ich auch einige sehr gut kenne, Nationalspieler oder auch ein paar aus meinen damaligen Zeiten. Und ja, also ich denke, der wird noch eine Größe hochkommen. Ich habe letzte Woche mit Patrick Femerling in Berlin gesprochen und habe ihn zu dir befragt. Und daraufhin sind seine Mundwinkel nach oben gegangen und er beobachtet deine Karriere mit Spannung. Er ist ja Rekordnationalspieler, hat sich zurückgezogen. Viele sagen von dir, du bist das riesengroße neue deutsche Basketballtalent. Ist das was, wo du sagst, interessiert mich gar nicht? Beschäftigst du dich damit? Also Talent bedeutet ja noch nicht, also noch lange nicht guter Spieler, sondern da bin ich noch am Arbeiten. Talent bedeutet, dass man etwas in die Wiege gelegt bekommen hat, vielleicht gut Basketball zu spielen, aber ich versuche sehr viel an mir zu arbeiten und jetzt das, was über mich gesagt wurde jetzt mit Draft und auch, dass ich eben in der Nationalmannschaft jetzt in der Starting Five gespielt habe, versuche ich also nicht übermütig zu werden, sondern auf dem Boden zu bleiben, mich jetzt auf die nächste Saison zu konzentrieren, auf die Zukunft auch. Und ja, Patrick, das ist lustig, weil ich habe ja letztes Jahr mit ihm gespielt und es ist ein klasse Spieler und ich freue mich schon, ihn wiederzusehen jetzt. Letzte Frage, die ich noch habe, ist, träumst du von dir schon im Trikot der Oklahoma City Thunders an der Seite von Russell Westbrook und MVP der Weltmeisterschaft Kevin Durant? Auf jeden Fall, also das ist mein Traum, mein Ziel, das ich irgendwann mal erreichen möchte. Vielleicht in den nächsten Jahren, das wäre klasse. Ich werde sehr viel dafür arbeiten, um da hinzukommen und ja, ich will meinen Traum verwirklichen. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Danke.